Digitalisierung der Bauprozesse mit KNX ist mein Thema. Und ich möchte Ihnen da vorstellen, was wir innerhalb von KNX oder für die Digitalisierung der Bauprozesse mit KNX tatsächlich so alles anbieten können. Mein Name ist Hans-Joachim Langels. Ich arbeite für die Siemens AG in Regensburg im Center of Competence für KNX und bin seit langen Jahren in dem Thema sowohl der Digitalisierung der Bauprozesse im BIM-Thema als auch in KNX tätig. Wenn wir uns mal den Baulebenszyklus anschauen, dann haben wir heute ja überwiegend eine analoge Datenhandhabung und diese soll ja komplett auf digitale Handhabung umgestellt werden. Wenn wir uns das dann anschauen, dann haben wir ja zunächst mal im Bauprozess recht viele Beteiligte, angefangen beim Bauherrn, der letzten Endes als Investor ja vorgibt, was eigentlich dieses Gebäude leisten soll, welchen Zweck es hat, wie groß es ist, wie viel es eigentlich kosten soll. Und wenn man sich dann einfach mal den Bauprozess über die Definition und die Ideen dann anschaut, dann sind natürlich weitere Beteiligte dabei, nämlich auf der einen Seite die Behörden und auf der anderen Seite dann auch die entsprechenden Vermesser, diejenigen da, die auch Geodaten liefern und nicht zuletzt der Architekt als Auftragnehmer und auch Vertreter der Interessen des Bauherrn, der seine Vorstellung des Gebäudes sowohl was das Architektonische angeht, als auch was das die funktionale Umsetzung angeht, auch dann betreiben soll. Wir haben dann als Nächste die ganzen Fachplaner, die dort beteiligt sind, sowohl auf der Elektroseite, Heizung, Lüftung, Klima und bei den anderen Gewerken, die wir im Gebäude als Infrastruktur des Gebäudes haben. Wir haben auf der einen Seite die Struktur, ich nenne es mal platt, den Beton, und auf der anderen Seite haben wir letzten Endes die ganzen Infrastrukturleitungen, alles, was dazu beiträgt, dass das Gebäude überhaupt betriebsfähig ist und auch nutzbar ist. Und diese setzen letzten Endes die Anforderungen fest. Dann gibt es die Hersteller, die dann reingehen, die Ausführenden und nicht zuletzt nach dem Bauprozess geht es in den Betrieb. Und wenn wir uns das Ganze heute anschauen, dann sind alle Daten, die übergeben werden, immer in irgendeiner Form nicht in digitaler Form. Oder vielleicht sollte ich das nochmal klarer sagen, sie sind schon in digitaler Form, aber als PDF. Und als PDF sind sie von Maschinen, die danach sind, nicht weiterverarbeitbar. Das heißt, was wir heute nicht haben, ist, dass wir die Daten digital so weitergeben, dass in jedem Stufe auch tatsächlich das maschinenverarbeitbar ist, im Sinne davon, dass Informationen, Daten der vorhergehenden Stufe in der nächsten Stufe weiterverwendet werden können. Tatsächlich, wenn ich PDF habe, dann muss jemand das wieder irgendwo eintippen. Das heißt, die Maschine sitzt vor dem Bildschirm und nicht in dem Rechner, der dahinter steht. Und das ist genau das, was heute oder was wir jetzt eigentlich sehen, dass Building Information Modeling dazu beiträgt, dass die Prozesse tatsächlich durch Maschinen unterstützt werden. Und dafür brauche ich auch entsprechende Verfahren. Wenn wir das Ganze jetzt noch mal etwas genauer anschauen, wir nehmen mal hier das Beispiel eines Seminarraums. Dieser Seminarraum hat letzten Endes vom Bauherrn vorgegeben, soll er die Energieeffizienzklasse A haben. Da gibt es eine entsprechende Norm, die EN ISO 52120, in der stehen diese ganzen Energieeffizienzklassen drin. Der Investor gibt eigentlich nur eine relativ kleine Information vor, nämlich Energieeffizienzklasse A ist gefordert. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen für Beleuchtung, dann ist das vom Architekten so zu übersetzen, dass der letzten Endes daraus Tageslichtnutzung rausgibt, weil für Energieeffizienzklasse A ist Tageslichtnutzung notwendig, damit man sie überhaupt erfüllen kann. Der Planer, der vom Architekten dann beauftragt wird, das entsprechend detailliert zu planen als Fachplaner, setzt das Ganze um in Konstantlichtregelung. Zur Konstantlichtregelung gehört letzten Endes, dass ich dimmbare Leuchten habe. Das heißt, je weniger Tageslicht ich habe, umso mehr Kunstlicht kommt dazu, sodass insgesamt auf der Arbeitsfläche 500 Lux als Beleuchtungsstärke auch vorhanden sind. Im Bürobereich. So, wenn ich dann jetzt sehe, ich habe also dimmbare Leuchten, dazu gehört auch, dass das Licht automatisch, wenn ich den Raum verlasse, auch ausgeschaltet wird. Das heißt, ich habe Präsenzmelder im Raum, die notwendigerweise da sind. Das ist also auch etwas, was der Fachplaner dann vorsehen muss.
aus der Energieeffizienzklasse A und der Tageslichtnutzung halt eben abgeleitet. Und so gibt es weitere Punkte, die dort zu beachten sind. Das heißt, aus der einfachen Vorgabe des Bauherrn ist schon durch zweimalige Veränderungen ist eine detailliertere Fachplanung entstanden, die definitiv auch klar definiert, was muss da eigentlich geliefert werden. Ja, falscher Knopf. Und an der Stelle kommt dann das, was der Fachplaner als Ausschreibung hat, zum Installateur, der anbietet. Und wenn er den Auftrag hat, dann gibt es dort letzten Endes die Detailplanung. Und dort wird festgelegt, dass die Konstantlichtregelung auf Basis bestimmter Produkte stattfindet. Das heißt, dort wird tatsächlich ausgewählt, welche Produkte da genutzt werden müssen. Geliefert werden sie über den Großhandel. Und letzten Endes gibt es jemanden, der das Ganze dann auf der Baustelle integriert in ein Gesamtsystem. Das heißt, dort wird die Konstantrichtigung als Teil der Raumautomationslösung im Raum umgesetzt. Und wenn das also abgeschlossen ist, wird das Ganze übergeben an den Betreiber bzw. den Nutzer, der dann die integrierte Raumautomation mit Konstantlichtregelung auch erleben kann. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal weiter anschauen, dann sind hier nochmal die Leistungsphasen aufgezeigt, 1 bis 3, beziehungsweise 4 bis 7, die also jeweils da zugeordnet sind aus der HOAI, der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, und um einfach zu zeigen, wo ist denn dort jeweils die entsprechende Leistungsphase. Wenn wir uns das Ganze jetzt dann nochmal weiter anschauen, dann sehen wir hier in dem Bild, dass es unterschiedliche Normen gibt, die dort angewendet werden von den jeweils Beteiligten. Ich hatte schon die EN ISO 52120 genannt, das ist das, was der Architekt hernimmt. Und so gibt es dann eine EN ISO 16484, die letzten Endes beschreibt, wie die Funktionsblöcke ausschauen, die die Funktion im Raum detaillierter beschreiben. Und die VDI 3805 sowie auch E-Class sind Klassifizierungssysteme, die im Handel bzw. in den weiteren Schritten verwendet werden, um Informationen über die Produkte, die dort notwendig sind, auch entsprechend auszutauschen. Und hier ist nochmal eingeblendet, dass es unterschiedliche Werkzeuge gibt auf den unterschiedlichen Ebenen und dass diese Werkzeuge jede für sich zugeschnitten sind auf ihre jeweilige Aufgabe. Und es kam vorhin schon in dem Talk ja auch der Hinweis, wir brauchen dort Schnittstellen. Und zwar Schnittstellen auch zwischen diesen Werkzeugen, die auch tatsächlich offengelegt sind, damit es einen Datenfluss überhaupt durch diese verschiedenen Stufen gibt. Und das ist ein weiterer Punkt, der dort letzten Endes dann auch in Angriff genommen werden muss. Wenn wir das Ganze jetzt mal im Kontext mit KNX betrachten, die Umsetzung von der Planung bis zum Betrieb, dann haben wir also hier als erstes mal die EN ISO 52120. Wir nehmen wieder das Beispiel her. Energieeffizienzrichtlinie, im Englischen heißt es Energy Performance of Buildings auf europäischer Ebene. Und die EN ISO 52120-1 beschreibt den Einfluss der Gebäudeautomation und des Gebäudemanagements auf die Energieeffizienz. Und für die Energieeffizienzklasse A muss hier halt die Konstantlichtregelung umgesetzt werden. Wenn wir es jetzt mal dann weiter anschauen, dann setzt der Planer diese Vorgabe um auf Basis der EN ISO 16484-4 in entsprechende Funktionsblöcke. Man sieht da oben halt eben die Präsenzdetektion, also wer ist jemand überhaupt im Raum oder nicht, die entsprechende Auswertung. Wir haben da drüben die Helligkeitsmessung, die notwendig ist. Und diese Informationen fließen ein in eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung, die Abhängigkeit von der Präsenz auch berücksichtigt. Dann gibt es weiter hier in dem Kreis den Lichtaktor, der die Leuchte ansteuert, und der setzt dann halt eben die Vorgaben aus der Regelung um in die tatsächliche Beleuchtungsstärke, in den Lumenfluss. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man händisch übersteuern kann über einen entsprechenden Taster dort unten. Das ist jetzt das, was der Planer rausgibt. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, dann kann man also hier auch entsprechende Produkte zuordnen. Der Block hier mit dem Lichtaktor ist halt eher ein bestimmtes Produkt. Dann habe ich hier die Bedienoberfläche, die auch anzeigen kann, ob Anwesenheit oder welche Helligkeit da ist als ein Produkt.
Und diese anderen Blöcke kann ich in einen Präsenzmelder zum Beispiel umsetzen, der letzten Endes alle diese Funktionen einschließlich der Helligkeitsregelung beinhaltet. Das Ganze macht heute der Planer und der Installateur händisch. Das Ganze kann aber auch durch entsprechende Kennzeichnung der Informationen an den Produkten und an den Funktionsblöcken auch automatisiert umgesetzt werden. Und das Bild hier zeigt letzten Endes, wenn ich also Planungsdaten habe, und zwar semantische Planungsdaten, das heißt maschinenlesbare und bearbeitbare Informationskodierung, aus der ich erkennen kann, was ist hier als Funktion gefordert und welche Eigenschaften sind dort von Produkten notwendig. Dann habe ich auf der anderen Seite Produkte von Herstellern, die ebenfalls semantisch annotiert Informationen haben in der gleichen Systematik, die beschreiben, was dieses Produkt kann. Das heißt, ich kann an dieser Stelle maschinell diese Anforderungen mit den möglichen Produkten, die es also dort gibt, oder Produktkombinationen abgleichen und damit automatisiert Produkte auswählen. Und diese Auswahl kann dann auch automatisch in die ETS, das ist das gemeinsame Werkzeug für KNX, überführt werden. Und die Konfiguration wird dann runtergeladen in die Produkte, um dann letztendlich die Konstantlichtregelung auch zu realisieren. Und das ist der eine Vorteil, dass ich letzten Endes da einen automatisierten Auswahl- und Konfigurationsprozess habe. Und das Weitere ist, dass ich mit den Daten, die dort da zur Verfügung stehen, aus der ETS zum Beispiel die semantischen Daten ausleiten kann und kann dann automatisiert auch eine Schnittstelle, eine Anwenderschnittstelle oder Systemschnittstelle damit auch konfigurieren. Und damit besteht die Möglichkeit, sowohl den Gebäudebetrieb, also das Gebäudemanagementsystem, entsprechend automatisch zu konfigurieren, wie auch dem Nutzer zum Beispiel über eine App auch den Zugriff dazu geben über die sogenannte Third-Party-API, also die Schnittstelle, die hier genannt ist, über KNX IoT. Und zusammenfassend bedeutet das, dass die technische Gebäudeausrüstung das Versorgungs- und Funktionsnetzwerk eines Gebäudes ist, dass die Elektrotechnik wesentlicher Bestandteil der technischen Gebäudeausrüstung ist, dass wir mit standardisierter Klassifizierung von Produkteigenschaften und Standardisierung von Prozessschnittstellen die Digitalisierung überhaupt erst durchführen können. Digitalisierung hier nicht als Selbstzweck, sondern als ein Zweck. Und der Zweck hier ist die Beschleunigung der Bauprozesse und vor allen Dingen auch die kalkulierbare Umsetzung der Bauprozesse zu beschleunigen. Ja, und nicht zuletzt ist die Digitalisierung der Bauprozesse in der Wertschöpfungskette, die das möglich machen, einer Steigerung der Qualität und der Produktivität für alle Beteiligten. Denn wenn Menschen das machen, gibt es immer Variationen. Wenn Maschinen das durchführen, gibt es klare, sag ich mal, Richtlinien, an denen letzten Endes auch Produktauswahl und Konfiguration umgesetzt werden. Und nicht zuletzt ist das etwas, was wir als KNX erarbeitet haben und auch tatsächlich auch hier auf dem Stand der KNX Deutschland zeigen. In der Halle 11.via, also eins runter, rüber in die Halle 11 laufen, kommen Sie bei uns vorbei. Dort zeigen wir Ihnen auch, wie das in der Praxis dann ausschaut. Würde mich freuen, wenn Sie uns dort besuchen und die Digitalisierung der Bauprozesse einfach mit KNX machen. Dankeschön.